Wir haben eine große Katastrophenschutzübung gemacht, um das Thema Hochwasser, Starkregen zu simulieren, hier bei uns im Murtal im Rems-Murr-Kreis mit ungefähr 400 Einsatzkräften aus allen Teilen der Blaulichtfraktion, Feuerwehr, THW, Rotes Kreuz, Malteser, auch das DRG von der Wasserrettung war dabei bis hin zu den Suchhunden. Ja, wir waren sehr zufrieden. Es war jetzt auch nicht die erste Übung, die wir durchgeführt haben. Wir haben letztes Jahr eine große Übung gemacht zum Massenanfall von Verletzten. Wir haben uns fest vorgenommen, dass wir auch nach den Ereignissen im Ahrtal und überall nicht nur ein Strohfeuer haben, sondern dass wir regelmäßig üben. Deshalb war das jetzt ein weiterer Baustein. Wir werden mit dem Stab dann im Dezember nochmal in Ahrweiler selbst sein, um einfach die Szenarien durchzuüben. Ja, ich glaube, man hat viel mitgenommen. Natürlich einfach die ganz praktische Erfahrung, mal auch ein bisschen unter Stress die Dinge zu üben. Und das Allerwichtigste, glaube ich, dass sich die Einsatzkräfte auch kennenlernen, aus den unterschiedlichen Fraktionen kennenlernen, dass das Miteinander klappt, jetzt unter sozusagen simulierten Bedingungen, aber dass es vor allem dann klappt, wenn es darauf ankommt, im Ernstfall. Hervorragend, das Wetter hat gepasst, die Übung hat gepasst, das Ehrenamt, wie die sich eingebracht haben, unglaublich. Wir sehen uns gut aufgestellt, aber man weiß nie, was kommt. Bin unheimlich stolz auf die ganze Truppe, die heute eine hervorragende Übung abgelegt hat. Also wir hatten insgesamt 15 einzelne Übungsabschnitte. Wir haben sie Segmente genannt, sogenannte Segmentübungen. Wir haben gestartet mit dem Führungsstab. Der Führungsstab war ein Teil involviert in die Übungsleitung und sind darüber hinaus, haben wir zwei technische Hilfeleistungsabschnitte gehabt. Einmal ging es um eine Rettung aus verunfallten Fahrzeugen und zum Zweiten auch im Bereich eines Nasslagers für Bauholz und für Baumstämme. Die haben eine sehr wichtige Landesstraße versperrt und da ging es darum, diese Landesstraße wieder frei zu bekommen und halt mit dem entsprechenden Material dort zu arbeiten. Sobald die Feuerwehr Zugang hat, komme ich zu Ihnen rein. Ja, sie kann sitzen, also ich sag mal, sie kann sitzen. Kopfschmerzen sind nicht neu, die hat sie schon. Die sind chronisch quasi. Genau, sobald der Fahrer draußen ist, gehen wir dann über die Frage den Fahrer von uns.
Juliano. Einmal mit dem Arsch rum. Und? Komm jetzt den Ablege. Darüber hinaus haben wir gesehen von der DLRG was mit Wasserrettung. Wir haben vom THW Suchhunde gehabt. Wir haben vom THW eine Großpumpe gehabt. Wir haben Sandsacklogistik geübt. Wir haben diese Sandsäcke, die wir gefüllt haben, das Üben zu befüllen, haben wir anschließend geübt, auch richtig zu verbauen und haben uns in vielen Stellen noch angeschaut, wie man die Sandsäcke richtig verbaut. Und wo, an welcher Stelle die Gemeinde Sulzbach diverse Hochwasserschutzmaßnahmen in den letzten Jahren auf den Weg gebracht hat. Grundsätzlich sind wir gut aufgestellt. Wir haben wirklich ein gutes Material, was wir da haben. Wir greifen da auf Material der Kommunen, aber auch natürlich auf Material des Landes zurück, wo der Katastrophenschutz ja im Land Baden-Württemberg auch gelagert ist. Wir haben sicherlich an der einen oder anderen Stelle kann man vielleicht noch mal Material noch ein bisschen dazu kaufen, aber das würden wir jetzt sehen. Wir müssten einfach jetzt in Ruhe einfach nachbereiten. Wir müssen uns überlegen, an welcher Stelle man vielleicht mit was noch optimieren kann, sei es Personal, sei es Organisationen oder sogar Material. Das werden wir dann sehen. Also wir haben ja einen Hochwasserschutzzug, genau nach dieser Verwaltungsvorschrift, KTSD. Aber den haben wir relativ, also wir stellen diesen Zug sehr flexibel zusammen. Selbst wenn jetzt die im ersten Abmarsch gedachte Feuerwehr auch betroffen wäre, dann könnten wir da natürlich keine Einsatzkräfte oder Material rausziehen, dann nehmen wir halt jemand anders. Also wir sind da recht flexibel, es geht gar nicht darum, dass wir bestimmte Feuerwehren bestimmten Rollen zuweisen, sondern es geht darum, wir haben ein Problem, wir erkennen das Problem und überlegen uns dann, welche Feuerwehr uns am besten helfen kann und da müssen wir halt abwägen, Verfügbarkeit, Materialressourcen, Personal, also das machen wir ganz flexibel. Ah, da sind wir gut aufgestellt. Wir müssen üben und das wir an vielen Stellen einfach auch. Wir haben lange nicht geübt,
Auf kommunaler Ebene passiert auch ein bisschen was. Da haben wir nicht immer zwingend den Überblick drüber, aber auch auf Landkreisebene üben. Und wenn wir dann alles schaffen, so wie heute, alle einzubinden, dann wird es auch für alle ein Erfolg. Zum Teil, also wir haben Feuerwehren, die haben schon umgestellt und wir haben heute auf Digitalfunkebene haben wir gefunkt. Das hat sehr gut geklappt und sind auch zufrieden damit und freuen uns einfach, wenn jetzt in den nächsten Monaten die nächsten Feuerwehren dann auch umschalten.